So, dann wünsche ich schon mal denjenigen oder diejenigen, die den Weg heute Morgen gefunden haben, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie können mich alle verstehen und ich hoffe, Sie sehen auch die Übertragung des Bildschirms. Sie sind im Stummmodus eingestellt, aber Sie können jederzeit auch im Fragefenster oder im Chatfenster Fragen stellen oder eben auch Kommentare schreiben, wenn Sie wollen. Ich warte jetzt noch mal ein Minütchen, bis es wirklich 10 Uhr ist, bevor ich dann komplett beginne. Testen wir doch mal den Chat. Gut, 10 Uhr, Donnerstag, Inovi Webinarzeit. Unser heutiges Thema ist der Vergleich der Parametrik von AutoCAD zu Inventor. Ich hatte ja vor längerer Zeit schon mal ein Webinar durchgeführt, wo ich die Parametrik im AutoCAD vorgestellt hatte und möchte heute mal den Vergleich ziehen, die Parametrik vom AutoCAD zum 3D-Volumenprogramm Inventor, wie damit Parametriken gearbeitet wird. Es zielt natürlich in der Hauptsache auf den Maschinenbau aus, aber auch andere, sage ich mal, Sparten, wie zum Beispiel die Architektur, wenn man jetzt mit Inventor Grundrisse mal schnell zeichnen möchte, ohne ein Architekturprogramm zu benutzen oder andere Gewerke, lassen sich natürlich auch mit dem Inventor bedienen. Es gibt ein paar Unterschiede zwischen der Arbeitsweise AutoCAD und Inventor und die stelle ich Ihnen heute einfach einmal vor. So, zunächst einmal, mein Name ist Jörg Weber, ich arbeite in der Firma Arnold IT in dem Verbund der Inovi-Gruppe. Ich bin seit über 20 Jahren im CAD-Umfeld tätig, eingestiegen im 2D-Mechanikbereich, dann auch weitergebildet, natürlich zum Datenmanagementbereich. Ich bin vom Beruf technischer Zeichner gelernt, habe mich mal fortgebildet zum Techniker und die Programme, die ich betreue, sind eben AutoCAD, Inventor und Volt hauptsächlich. Habe aber auch schon Ausflüge ins Plan 3D und ins ReCap, was mir total viel Spaß macht, mit Punktwolken zu umgeben. Faszinierendes Thema. Haben wir in der Vergangenheit auch schon Webinare durchgeführt. Bin ich mit unterwegs. Die Inovi ist ein Verbund aus vier einzelnen Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben für die Bereiche Architektur, Mechanik, Maschinenbau, Infrastruktur. Dadurch ist es für Sie als Anwender gegeben, dass Sie mit über 180 Mitarbeitern immer einen richtigen Ansprechpartner für Ihre Bedürfnisse haben. Wir sind dann an 8 Standorten verteilt und zusammen haben wir über 2500 langjährige Kunden. Die Inovi besteht in den Einzelnen aus der Arnold IT hier in Freiburg. Dann haben wir das Haffners Büro in Stuttgart. Wir haben die Entegra in der Nähe von Karlsruhe und wir haben die AKG in Heitersheim. Das heutige Thema ist eben der Vergleich der Parametrik AutoCAD und Inventor. Ich halte es wie immer erstmal eine kleine PowerPoint und dann aber auch in dem Programm selber was zu arbeiten. Nochmal als kurze Erinnerung, wie funktioniert es im AutoCAD? Wir haben dort zwei Bereiche von Abhängigkeiten, die man erstellen kann. Einmal die geometrischen Abhängigkeiten und die Bemaßungsabhängigkeiten. Ich sage da einfach immer harte und weiche Abhängigkeiten. Bevorzugen sollte man immer erstmal die geometrischen Abhängigkeiten. Also erstmal gucken, was kann man ausrichten, was kann man zueinander setzen und hinterher mit Bemaßungen vervollständigen. Zugriff im AutoCAD oder AutoCAD LT erfolgt über die Werkzeugpalette, wobei man sagen muss, beim AutoCAD LT können Sie keine Parametriken erstellen, Sie können mitarbeiten, aber Sie können sie halt nicht erstellen. Das ist da ein bisschen eingeschränkt. Bei den geometrischen Abhängigkeiten gibt es eben die Typen zusammenfallen, kollinear, parallel, lotrecht, tangential und so weiter. Das heißt, Sie richten hier immer zwei Geometrien zueinander aus. Die zwingen praktisch die eine in die andere Richtung sich zu bewegen. Sie können das Ganze manuell oder auch automatisch vergeben. Das heißt, Sie können auch während des Zeichnens im AutoCAD direkt sagen, ich möchte mit Abhängigkeiten arbeiten. Mache ich im AutoCAD persönlich nicht so viel. Im Inventor läuft es da automatisch drin.
Maßungsabhängigkeiten beziehen sich dann auf so Sachen wie, ich möchte gerne den Durchmesser bestimmen, wie groß sie sein soll, oder eine bestimmte Länge für eine Linie bestimmen, dass sie dann eben über eine Eingabe hinterher auch die Geometrie ändern können. In dem Beispielbild sehen Sie geometrische Abhängigkeiten in Form von horizontal, vertikal. Die Icons zeigen Ihnen auch immer, welche Abhängigkeit dann benutzt wird. Und über Maßungsabhängigkeiten typische Sachen eben wie Länge definieren, wie Höhe definieren, wie den Durchmesser definieren. Wobei Sie hier auch sehen, Sie können Bezüge zueinander herstellen in Form von der Höhe, dass die Höhe gleich ist wie die Länge. Das ist halt diese Verkettung. Sie können auch Parameter berechnen lassen. Sie können also zum Beispiel auch sagen, dass ein Wert immer die Hälfte von dem anderen Wert betrifft. Sie haben im AutoCAD auch einen Bemaßungs Abhängigkeit am Parametermanager zur Verfügung. Und dieser Parametermanager lässt auch zu, dass Sie eigene Benutzerparameter erstellen, um solche Berechnungen zum Beispiel wie den Abstandsfaktor zu definieren. Das ist mal ein Beispiel, wie so eine Zeichnung aussehen könnte. Da gucken wir auch gleich ganz kurz nochmal rein. Die werde ich ganz kurz nochmal aufreißen, damit Sie als Erinnerung nochmal sehen, wie es ganz im AutoCAD praktisch funktioniert. Im Inventor haben wir dann auch eine Werkzeugpalette. Allerdings in dieser Werkzeugpalette Skizze, in der Sie sich begeben, ist eine Gruppe der Abhängigkeiten drin. Abhängigkeiten werden im Inventor genauso vergeben wie im AutoCAD. Es läuft da ein bisschen, finde ich, eleganter, weil Sie hier nicht unbedingt auf die Geometrien achten müssen, dass sie Punkte fassen oder ähnliches, oder sie auswählen müssen, ob ich jetzt einen Punkt fasse oder die ganze Geometrie fasse. Der Inventor erkennt das automatisch. Außerdem, und das ist sehr, sehr günstig, gibt es immer einen Bezug. Im Inventor arbeiten Sie in der Hauptsache mit einem Ursprungssystem und das bezieht sich alles immer irgendwie auf dieses Ursprungssystem. Und dieser Mittelpunkt, den Sie jetzt auch da hervorgehoben haben, können Sie direkt als festen Anker benutzen. Im AutoCAD müssen Sie einen festen Anker setzen. Ja, selbst wenn Sie sich auf den Nullpunkt beziehen, ist dort nicht sofort eine Verknüpfung vorhanden, sondern Sie müssen sich immer irgendwo einen Punkt suchen, von dem Sie mehr oder weniger alles aus berechnen lassen. Im Inventor ist es praktisch über den Mittelpunkt und ich sage immer, es bezieht sich alles immer auf den Mittelpunkt heraus. Den muss man natürlich vernünftig dann aussuchen, damit Sie Ihre Bemaßungen und Abhängigkeiten setzen. Sie haben eine dynamische Eingabe, das heißt, wenn Sie eine Geometrie erzeugen, können Sie während der Eingabe auch sofort bestimmen, wie lang das Element sein soll und auch, ob es sofort direkt einen Namen bekommen soll. Da gibt es auch Möglichkeiten, Berechnungen durchzuführen. Sie können auch unterschiedliche Einheiten miteinander kombinieren. Sie können hier auch Bezüge wieder zueinander herstellen. Sie können aber auch erstmal sagen, ich klatsche das erstmal alles hin und dann mache ich meine Abhängigkeiten und meine Maßungen später. Das können Sie mal selber entscheiden. Sie bekommen, und das ist ein großer Unterschied zum AutoCAD, einen Überblick über die Bestimmungen. Einmal durch die farbliche Bestimmung. Sie haben, wenn ein Element unterbestimmt ist, also wenn sich es irgendwie noch verziehen, verzerren lassen kann, was noch nicht zueinander ausgerichtet ist, bekommen Sie es durch eine Farbe gekennzeichnet. Und wenn die Elemente fest sind, dann ändert sich die Farbe. Außerdem haben Sie im Inventor eine Statusleiste, wo dann drin steht, dass die Skizze mehr oder weniger voll bestimmt ist. Und da ist es nochmal ein Unterschied zum AutoCAD. Es gibt hier zwei Umgebungen. Es gibt eine Skizzenumgebung. Und da wir in einem volumenparametrischen Programm sind, wird die Höhe praktisch oder die Seitenansicht, es gibt ja keine Ansichten im 3D, es gibt nur das Modell. Und die Ansicht ergibt sich dann mehr oder weniger aus einem weiteren Parameter, den Sie an einer anderen Stelle vergeben. Sie können genauso gut Parametriken automatisch vergeben lassen. Und es gibt einen Lockerungsmodus. Und dieser Lockerungsmodus ist super cool, weil da können Sie mal schnell was machen. Ich mache es mal schnell größer, ohne dass Sie darauf achten müssen, wie die Abhängigkeiten vorher gesetzt sind. Also mal eben wegziehen. Das geht im AutoCAD nicht. Da müssen Sie darauf achten, dass entweder der Parameter umgestellt wird auf einen, sage ich mal, nur getriebenen Parameter. Getriebene Parameter sind solche, die sich praktisch ergeben. Hier im Inventor könnten Sie über diesen Lockerungsmodus mal eben schnell ziehen, zerren, zupfen und dann die Werte wieder so einstellen, wie Sie es gerne möchten.
Auch ein wesentlicher Unterschied ist, dass Sie im Inventor Toleranzen vergeben können für Parameter. Das gibt es im AutoCAD nicht. Sie können da hingehen und sagen, Sie können jetzt hier Abmaße vergeben, Sie können Plus-Minus-Toleranzen vergeben, Sie können bei Bohrungen zum Beispiel auch Passungen vergeben, wenn Sie es möchten. Und Sie können diese Parameter, diese Toleranzen oder die Parameter selber, die Werte später auch exportieren in zum Beispiel die Dateieigenschaften, um dann zum Beispiel auch zu sagen, dass Sie in der Zeichnungsableitung diese Werte abgreifen können. So, das ist jetzt ein Beispiel, so wie es im Inventor aussehen würde. Genau das gleiche Teil, eben was wir im AutoCAD vorhin gesehen haben, wird im Inventor jetzt so aufgebaut. Und damit fangen wir jetzt einfach an. Da gehen wir jetzt ins Programm und schauen uns nochmal an, wie das Ganze funktioniert. Im AutoCAD sehen wir leeres Blatt. Wir haben hier unten unser Ursprungssystem. Selbst wenn Sie jetzt hingehen und sagen, Sie zeichnen von Null aus, ist keine feste Beziehung. Persönlich mache ich das auch relativ selten und fange erstmal einfach an. An der Stelle könnten Sie jetzt die Parametrik automatisch mit aufrufen. Da gibt es einen Eintrag, wo Sie sagen, ich leite sofort ab. Mich stört es. Mich stört das eigentlich, dass ich automatisch Parametriken machen will, aber manchmal möchte ich eine Abhängigkeit setzen, wo das AutoCAD vorher sagt, nö, du bist anders. Und das ist ein bisschen nervig. Aber Sie könnten es machen. Zeichnen wir erst einfach nur mal die Geometrie auf. Ganz einfache Geschichte. Einfach mal da hoch. Ich achte hier jetzt auch nicht auf Maße. Denn dafür benutzen wir ja die Parametrik. Wir setzen die Maße einfach irgendwie hin. Sie sollten im AutoCAD nur ungefähr in der Größe bleiben. Und das AutoCAD hat die Eigenschaft, es liest die Werte aus, die hier drin sind, und zieht und zerrt dann die Elemente rein. Das würde bedeuten, dass wenn Sie hier zum Beispiel jetzt oder an der untenen 150 eingeben wollen, kann es passieren, dass das Ganze sich hier so irgendwie kaputt geht. Und das ist nicht schön. Das Erste, was Sie da machen in der Parametrik im AutoCAD, Sie gehen erstmal hin und gucken sich mit den Autoabhängigkeiten an. Einmal mal ein Fenster drüber ziehen, Enter-Taste bestätigen, schwupp, sind schon mal Elemente drin. Und ganz wichtig ist immer, dass die Elemente, Linien zum Beispiel in diesem Fall, miteinander verknüpft sind, was hier unten diese kleinen blauen Punkte ausmacht. Das ist in meinem Inventor wieder anders. Da geht es automatisch. Das ist eine automatische Abhängigkeit. Das müssen Sie hier nicht nur mehr definieren. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal hier an diese Linie dran gehen und Sie ziehen die hoch, dann sehen Sie, das passt schon, das sieht gut aus. Außerdem hat das AutoCAD an der Stelle schon mir horizontale und vertikale, umgekehrt horizontale und vertikale Abhängigkeiten gesetzt. Das ist bei mir definiert, weil Sie können es hingehen und sagen, welche automatischen Abhängigkeiten Sie benutzen wollen. Und ich habe dem Programm hier einfach nur gesagt, ich möchte bitte bei der automatischen Abhängigkeit nur das Zusammenfallen, das Horizontal und das Vertikal bestimmen. Das sind Abhängigkeiten, die akzeptiere ich immer. Alles andere möchte ich gerne von Hand festlegen. Zum Beispiel, dass diese Linie und diese Linie, die sollen immer gleich lang sein. Und dann gehen Sie einfach hin und suchen sich die entsprechende Abhängigkeit aus der Liste hier heraus, definieren dann die Objekte. Hier brauchen Sie nichts anderes machen, als auf das Objekt drauf zu gehen. Und das zweite ebenfalls. Und dann haben Sie gesehen, rutscht es ein Stückchen hoch. Was man später für die Bestimmungen, für die Bemaßungen unbedingt machen sollte, wäre ein Punkt sich suchen, der als Anker, ich sagte, als festen Anker dient. Und da gehen Sie einfach auf eine Abhängigkeit drauf, suchen sich einen Punkt aus, der wird dann hier so rot ausgeleuchtet und schwupp hängt das Ding dann fest dran. Ja, damit nicht irgendwelche, sag ich mal, ungünstigen Verzerrungen auftreten können. Ich schaue mal ins Fragefenster. Bisher noch kein Fragefenster, auch noch kein Hinweis, dass nichts rüberkommt. Also gehe ich davon aus, dass Sie alle alles so gut sehen und hören können. Dann gehen wir mal auf die Bemaßung. Sagen einfach, wir möchten eine erste Bemaßung setzen. Dann können Sie jetzt von Punkt zu Punkt gehen. Oder Sie gehen über die Objekte, über die Optionen drauf und sagen, Sie möchten auf das Objekt drauf gehen. Klicken einfach nur das Objekt an, legen es runter. Und dann sehen Sie hier unten den Wert. Ich mache es mal ein bisschen größer. Den aktuellen Wert und überschreiben den einfach. Sie könnten jetzt hier auch hingehen und sagen, Sie möchten sofort einen Namen vergeben und ein Gleichheitszeichen hinten dran setzen. Dann sehen Sie, die Länge ist auf 150. Das ist der Parameter Name, das ist der Parameter Wert.
Das passt jetzt soweit. Und da wollen wir einen Bezug herstellen. Das heißt, ich nehme jetzt hier eine Vertikale, gehe wieder auf mein Objekt, klicke das einfach an, sage drauf. Und dann könnten Sie auch einfach zeigen. Das heißt, Sie gehen einfach nur hin, zeigen auf diesem Parameter und dann wird das übernommen. Ich möchte aber Breite gleich, noch Breite gleich Länge haben oder Höhe gleich Länge. Das können Sie entscheiden, wie Sie wollen. Das können Sie auch jederzeit hinterher nochmal ändern. Parameternamen lassen sich jederzeit ändern, bestätigen das einfach nur und dann springt das schon schön nach oben. Ja, wir könnten jetzt einfach mal überprüfen, ob das Ganze wirklich so stimmt, Messfunktionen, aber Sie können davon ausgehen, dass es stimmt. Dann können Sie natürlich auch sagen, Sie möchten gerne einen Winkel bemaßen. Das haben wir hier oben. Dass Sie sagen, Sie gehen von der Kante und der Kante aus, legen den Winkel ab. Den lassen wir jetzt einfach mal auf 135 stehen. Referenzbemaßung, das ergibt sich schon durch andere Bestimmungen, hat sich das, hat der Winkel sich schon ergeben. Wenn Sie dann hinterher die Werte mal ändern wollen, können Sie es entweder direkt auf den Parameter hier draufgehen oder Sie haben halt den Parameter Manager zur Verfügung und im Parameter Manager finden Sie alle Ihre Werte wieder und können einfach hineinklicken. Hier oben sehen Sie eben, dass die Höhe sich aus der Länge ergibt. Das heißt, Sie gehen einfach mal auf die Länge, führen einen Doppelklick aus und sagen, Sie möchten 200 haben und die Geometrie geht auf. Das haben wir ja letztes Mal in dem anderen Webinar, was ich im März gehalten hatte, haben wir schon gesehen. Und deshalb wechseln wir jetzt in den Inventor und schauen uns an, wie es im Inventor funktioniert. Im Inventor habe ich schon eine Bauteilumgebung gestartet. Sie können innerhalb der Bauteilumgebung, Sie können aber auch auf Baugruppenskizzen erzeugen. Und hier wird unterschieden. Hier gibt es zwei verschiedene Ebenen. Es gibt einmal die Modellebene, in der hinterher letztlich das Modell erstellt wird. Und es gibt die Skizzenumgebung, in der die Grundlage gesetzt wird. Hier hilft es Ihnen jetzt, wenn Sie vorher AutoCAD irgendwie schon mal kennengelernt haben, wenn Sie AutoCAD-Erfahrung haben, weil Sie sehen jetzt hier im Inventor, Sie haben hier oben die Linie, Kreis, Bogen, Rechteck, also geometrische Elemente, die Sie aus dem AutoCAD heraus kennen. Ich hatte es erwähnt, Inventor arbeitet immer mit einem Ursprungssystem. Das finden Sie hier in diesem Browser an der Seite. Da gibt es verschiedene Ebenen, die jetzt für uns in der Skizzenumgebung nicht interessant sind, aber die Achsen. Die Achsen könnte man auch schon wieder als Bezugspunkte nehmen und den Mittelpunkt. Das ist der absolute Nullpunkt. Genauso wie im AutoCAD diesen 0,0,0-Punkt gibt, das ist hier der gleiche. Und der wird uns automatisch zur Verfügung gestellt. Und dieser Punkt, der ist dann für mich auch mein festen Anker, den ich vorhin im AutoCAD noch setzen musste. Weil es bezieht sich im Inventor auch immer alles auf Null. Und wenn Sie dann anfangen zu arbeiten, mit der Linie zum Beispiel, dann können Sie sich von diesem Nullpunkt aus beziehen. Und jetzt kommt schon mal der erste Unterschied wieder. Es wird automatisch eine Abhängigkeit gesetzt. Und diese Abhängigkeit zusammenfallend im AutoCAD, im Inventor koinzident, bewirkt, dass das Endpunkt automatisch verknüpft ist. Jetzt können Sie das Ganze lang aufziehen. Wie vorhin auch, können wir hier auch sofort sagen, dass Sie Länge gleich 150 eingeben wollen. Inventor zeigt Ihnen grafisch auch, ob es Sinn macht oder nicht. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel hingehen würden, zu sagen, plus 2 cm, funktioniert es nicht, weil zwischen C und M ein Leerzeichen ist. Und dann sagt der Inventor Ihnen, nö, das ist für mich nicht eindeutig, ich kann dir das nicht auswerten. Nehmen Sie das Leerzeichen weg, kann das Programm das Ganze wieder auswerten, rechnet das auch zusammen um. Das heißt, es käme hier ein ganz schön großer anderer Wert raus. Ich nehme das aber wieder weg, 150. Auch im AutoCAD bzw. im Inventor können Sie auch erst sagen, ich zeichne mir erstmal meine Geometrie und führe dann meine ganzen Bemaßungen oder Abhängigkeiten durch. Das bleibt letztendlich Ihnen überlassen. Deshalb nehme ich das nochmal weg und zeige Ihnen ein schöner Effekt. Ich bin jetzt hier bei 114, zeichne meine Geometrie einfach auf, wie wir es vorhin auch gesehen haben. So, darunter. Alles andere bleibt erstmal gleich. Wir sagen hier auch, hier oben befindet sich die Gruppe, die ich vorhin angesprochen hatte, wo die Abhängigkeiten vom Inventor aufgelistet werden.
Es gibt hier auch die Möglichkeit zu sagen, dass Sie eine automatische Bemaßung und Abhängigkeiten durchführen. Die ist ganz nett, wenn man mal hingeht und sagt, ich möchte erstmal alle Abhängigkeiten gucken, ob da irgendwie zusammenfallen bzw. koinzident nicht mehr funktioniert oder dass Sie sagen, ich möchte auch horizontal und vertikal automatisch haben und einführen, wobei Sie das nicht brauchen. Der Inventor erzeugt Ihnen genauso automatische Abhängigkeiten, die Sie vorher auch einstellen können. Das haben Sie hier. Sie haben hier eine Einstellungsmöglichkeit, was automatisch erstellt werden soll. An der Stelle ist es mit der Ableitung. Sie sehen, es gibt eine ganze Menge, die ich hier automatisch machen lasse. Was ich nicht unbedingt bräuchte, wäre das Lotrecht oder parallel ab und zu schalte ich die dann auch wieder aus. Aber hier horizontal und vertikal, hier oben horizontal und vertikal, sind genauso erstellt worden wie die Autoabhängigkeit, die wir vorhin im AutoCAD mal gesehen haben. Sie können die Anzeige mit zwei Funktionstasten immer an- und ausschalten. Das passt soweit. Und dann gehen Sie auch hier einfach hin, rufen eine Abhängigkeit auf, klicken auf das Element, was ausgeleuchtet wird und zeigen auch das andere. Nicht ganz deutlich zu sehen, aber hier unten in der Statusleiste, ganz unten, wo die Maus jetzt rumschwirrt, da steht jetzt drin, dass ich für das Bauteil oder für die Skizze noch drei Bemaßungen brauche. Warum drei Bemaßungen? Weil hier einfach die Geometrie sich noch verändern lässt und rauf und runter schiebbar ist. Jetzt können wir mal gucken, was passiert. Sie sehen hier oben auch ganz schwach eine andere Farbe. Wir bemaßen einfach an der Stelle jetzt mal hier unsere 150 und da kommt jetzt ein ganz netter Effekt. Zack, geht das Ganze nämlich hoch zur Seite. Wenn die Geometrie komplett kleiner wäre, würde das erste Maß auch die gesamte Geometrie vergrößern. Das hat jetzt hier leider nicht ganz funktioniert, weil ich schon mal Maß drin hatte. So, jederzeit können Sie per Doppelklick draufgehen und zum Beispiel auch den Namen ändern. Mache ich jetzt aber in dem Moment nicht. Sie können aber, wenn Sie wollen, auch eben bei der Bemaßung, hier gehen Sie einfach aufs Objekt. Vorhin beim AutoCAD muss ich über die Optionen erstmal sagen, dass ich aufs Objekt gehe. Im Inventor brauchen Sie das nicht. Sie gehen auf das Objekt oder von Punkt zu Punkt. Das ist wieder Ihnen überlassen. Sie gehen auf das Objekt drauf, klicken es an, klicken dann eben auf den anderen Parameter, den Sie haben wollen und bestätigen das. So, und dann springt das Ganze hoch. Wir sehen jetzt immer noch, eine Bemaßung ist erforderlich. Jetzt müssen wir mal gucken, welche er jetzt will. Und zwar diese. Das Programm möchte jetzt von mir gerne wissen, wie hoch soll das Ganze rauf und runter gehen. Und dann sage ich ganz einfach, ich möchte gerne von der Höhe oder von der Länge immer ein Drittel hier haben. Und das kriegen Sie dann ganz einfach auch hin, indem Sie sich wieder einen Bezug herstellen. Sie gehen dann hier einfach drauf, durch drei. Und schwupp, ist sie drin. Relativ einfache Geschichte. Selbst wenn Sie jetzt nachträglich zum Beispiel noch einen Durchmesser reinbringen, Sie werden sehen, Sie werden irgendwann im Laufe der Zeit, wenn Sie mit dem Inventor arbeiten sollten, sofort auch die Maße festlegen. Dann brauchen Sie nicht jedes Mal von vorne hingehen und zu bemaßen. Wenn Sie jetzt möchten, dass zum Beispiel der Mittelpunkt auf der Mitte der Kante ausgerichtet wird, können Sie das auch, indem Sie einfach sagen, Sie nehmen jetzt hier eine Abhängigkeit. Horizontal, gehen auf den Mittelpunkt und fahren diese Kante entlang und der Mittelpunkt wird Ihnen durch einen grünen Punkt dargestellt. Schwupp drauf. Machen wir es auf der anderen Seite auch, dann ist es immer mittig da drin. So, und dann passt es. Sie können es aber jederzeit auch wieder lösen. Ich hatte ja vorhin schon mal diesen Lockerungsmodus angesprochen. Den haben Sie hier unten an der Stelle. Und dieser Lockerungsmodus bewirkt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf gehe, einfach wegschieben kann. Sie sehen dann, dass die Abhängigkeiten eingekästelt sind und Sie schieben es einfach weg. Sie müssen nicht hingehen und sagen, dass die Abhängigkeiten gelöscht werden. Schwupp, geht's runter. Natürlich in dem Moment, wo Sie jetzt diese Abhängigkeiten auflösen, brauchen Sie mehr oder weniger Bemaßungen wieder. Wenn Sie es wieder herstellen wollen, müssen Sie die Abhängigkeit einmal wieder aufrufen. Durch das einfache Ziehen im Lockerungsmodus an der Stelle werden die leider nicht wiederhergestellt. Da müssen Sie einmal praktisch neu ansetzen. Aber Sie können es einfach wegziehen und dann zum Beispiel sagen, okay, ich nehme den jetzt hier auf 40 oder ich gehe an der Stelle
und nehme den auf 50. Oh, da habe ich ja gut getroffen, der stand schon auf 50 und dann passt das Ganze. Also dieser Lockerungsmodus ist eine echt super coole Geschichte. So, dann ordnen Sie die Maße ganz ein bisschen schön an, wie Sie wollen. Ich hatte es auch erwähnt, dass AutoCAD keine Toleranzen vergeben kann. Der Inventor kann das schon. Sie haben jederzeit eine Parameterliste zur Verfügung. Und in dieser Parameterliste wird Ihnen jetzt aufgelistet, welche Parameter Sie zur Verfügung gestellt haben, beziehungsweise welche Sie verbraucht haben. Hier lässt sich jetzt auch wunderbar und relativ einfach sagen, das D0 soll aber nicht jetzt D0 sein, das soll die Länge sein. Also schreiben Sie das einfach auf Länge um. Der Inventor erkennt jetzt im Skizzenbereich unten, dass es sofort die Länge gewesen ist und trägt überall da, wo vorher die 0 gestanden hat, auch Länge ein. Da gibt es so ein bisschen Philosophiefrage oder Diskussion, benennt man jetzt die Modellparameter um oder geht man hin und sagt, ich lege einen numerischen Wert an, zum Beispiel den Wert für Bohrung. Und sagt dann diesem Wert der Bohrung, den möchte ich gerne jetzt mit 40 bestimmen und verknüpft dann den Bohrungsdurchmesser. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, welcher war es. Also schauen wir nochmal rein. D3. D3 ist mein Bohrungsdurchmesser, das ist der hier. Und dann wird der einfach mit Bohrung benannt. Was Sie hier auch sehr schön machen können, Sie können eine Multiliste anlegen. Das heißt, Sie können hier hingehen und sagen, ich habe nicht nur 40, ich habe 30. 40 und 50. Oh, ein bisschen groß machen wir 35 und 45. Fügen das hinzu. So, und wenn Sie sich dann jetzt die Bohrung einmal anschauen und Sie ändern den Wert, dann wird der Durchmesser auch kleiner, ohne dass Sie an der Stelle in die Bohrung reingehen, beziehungsweise den Parameter per Doppelklick aufrufen. Das geht dann in Richtung Konfigurationen hinein. Letztendlich ist das Arbeiten, wenn Sie vorher die Parametrik mit AutoCAD gemacht haben, ähnlich. Es ist ein bisschen eleganter, weil Sie hier mehr Automatismen drin haben, weil Sie eben die Möglichkeit der Toleranzen drin haben, die ich natürlich jetzt auch nicht noch vorenthalten möchte. Wir möchten zum Beispiel, dass Sie bei der Länge, da gehen Sie dann einfach hin und sagen, Sie möchten mal eine Toleranz vergeben, kriegen dann so ein Toleranzfeld. Können zum Beispiel sagen, ich möchte symmetrische Abmaße haben, Sie können nur Abmaße haben. 0,1 und dann werden Sie auch angezeigt, wir können Sie auch anzeigen lassen, dass diesem Abmaß im Modell gezeigt werden. Das ist dann hinterher günstig, wenn Sie zum Beispiel mit einer Kammlösung arbeiten und Sie bei Werten immer auf einer mittleren Toleranz stehen müssen. Dann haben Sie da immer den Eintrag dazu. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte den Unterschied der Arbeitstechnik, der Parametriken vom AutoCAD 2D zum Inventor 3D. Machen wir nämlich jetzt auch mal kurz noch ein 3D-Objekt daraus, damit Sie auch mal gesehen haben, wie das geht. Upp, einfach mal die Fläche. Sagen wir mal 10, das reicht. Diese 10 sind natürlich auch als Parameter vorhanden. Sie können jederzeit in die Parameterliste reingehen und zum Beispiel sagen, das ist nur 8,5. Das Modell wird dann kleiner. Wie gesagt, die Arbeitstechniken sind ähnlich. Im Inventor eben, dass Sie in einer separaten Umgebung sind. Sie brauchen keinen festen Punkt setzen, der ist automatisch drin. Sie haben die Möglichkeit, die Parameter mit einer Toleranz zu vergeben. Ansonsten, wenn Sie eben wirklich AutoCAD-Parametrik gemacht haben, werden Sie sich im Inventor auch sehr, sehr schnell zurechtfinden. So, jetzt gucke ich mal. Keine Fragen vorhanden. Warte ich mal, ob noch eine kommt. Oder vielleicht auch sogar ein Kommentar, ob es gefallen hat, ob das was für Sie war. Oder ob alle das schöne Wetter genießen wollen. Gut. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich, dass Sie dir heute Morgen die Zeit gefunden haben, zuzugucken. Ich möchte Sie auch wieder auf die nächsten Webinare der Innovi-Gruppe darauf hinweisen. Schauen Sie einfach auf unsere Homepage drauf. Da werden Sie ja die nächsten Webinare alle sehen. Für die Termine. Sie kriegen einen Aufzeichnungslink zu diesem Webcast noch veröffentlicht.
Und ja, das haben wir ja heute. Ansonsten kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie weitere Informationen benötigen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen, angenehmen Tag. Durchmesserzeichen werden in der Skizzenumgebung nicht angezeigt. Die werden hinterher in der Zeichnungsableitung angezeigt. Das war noch die Frage. Dann verabschiede ich mich.